Hallo, ihr Quirlinge. Zwei Schlangen fauchen schon hier im Tempel. Das habe ich geschafft. Die nächsten zwei sind noch stumm. Das muss ich dringend ändern. Die namenlose Seele hat was zu tun. Hier im Tempel. Im Desert of Nar. Und ich hatte mir hier ja schon mal das freigespielt. Was sind das eigentlich? Oh, das ist aber auch neu, oder? So ein Feuerball, den ich werfen kann. Lass mich raten. Ja, kommt dann auch neu. Aha, ich kann also auf Distanz was anzünden. Das kann ich bis zur brennenden Nuss aber auch. Naja. Gucken wir mal. Hüpf. Hier oben war ich einmal kurz, bin dann direkt umgedreht. Ja, hier komme ich mit dem Feuer gar nicht durch. Und hier ist Windwechsler, okay. Da ist eine Pyramide, erinnert mich an den Louvre. Und hier ist was? Metal snakes twisted around. Completed, they would make a sound. And unlock all there was in store. Kept behind a giant door. Metallene Schlangen sind gewunden rundherum. Und wenn sie vervollständigt werden, dann machen sie irgendein Geräusch. Und das öffnet dann alles, was hier gespeichert und gelagert ist, das hinter einer großen Tür ist, so irgendwie ganz, ganz grob übersetzt. Also, vier Schlangen machen eine Tür auf, das war ja irgendwie schon klar. Das sieht schick aus, oder? Wow. Kann ich hier drauf hüpfen? Kann ich. Hihi, schön. Ja, gefällt mir gut. Also, ja, hier Schlange und so weiter. Ja, das Rohr ist ja erstmal vollkommen egal. Ach nee, da oben, da, das muss ich aktivieren. Und dann geht's hier seinen Gang. Ja, okay, also da oben an. So einfach. Oh, ich fürchte, ich muss ja wieder mit Gefrierbrand arbeiten, weil da ist so eine Wasserbrücke. Und da auch nochmal und da auch nochmal. Okay, ich brauche irgendwas zum Gefrieren lassen. Hüpf. Das sieht ein bisschen, also... Ja, das scheint ein größerer Rätselparcours hier zu sein. Diese Blume ist auch irgendwie neu, aber ich glaube, das ist alles nur Kulisse hier, oder? Wenn ich es gefrieren lasse, dann ist hier eine Eiswand. Die Eiswand bekomme ich nur kaputt, wenn ich einen Gong habe. Ich habe aber keinen Gong. Ich habe aber Türen. Ach du meine Güte, jetzt muss ich mit den Türen... Ach du... Oh je, ich sehe schon, ich habe schon ganz, ganz fürchterliche Ahnungen. Wasser, Eis und irgendwas. Das muss ich wegbrennen da hinten, den Teppich. Das hier ist nicht an. Auweia. Ach du Kacke. Was ist das hier für eine Linie? Dieser Strick hier. Wenn ich... Okay, ich darf da nicht rein. Ich darf also nicht irgendwie unten durchlaufen hier, um mal zu gucken. Also, Bestandsaufnahme. Im Moment nutzlos. Hier kann ich durch. Jetzt bin ich bestimmt einfach hier die andere. Ja, okay, also man kann hier auch rumgehen. Aha. Ich kann hier hoch. Was nutzt mir das? Da kann ich es gefrieren lassen. Das war ja zu erwarten. Okay. Ich hätte gern mal irgendwas zum... zum Brennen. Zum Wegbrennen. Von dem Teppich kann man was draufschmeißen, ist der Teppich weg. Aber hier brennt ja weit und breit nichts. Stimmt's? Donk. Was ist denn das hier? Was ist das? Wo kommt das denn her? Das habe ich noch nie gesehen. Was ist das? Es kommt nicht aus dem Rohr. Es kommt... Das ist ja mysteriös. Was ist das? Da unten ist übrigens wieder so ein Brenndings. Ach, das soll ich mir freispielen, um dann die Teppiche abzufackeln. Okay. Wie komme ich da hin? Nochmal, oder wo genau ist es eigentlich nochmal? Es ist hier. Durch. Okay. Also kombiniere, Watson. Wenn ich jetzt
Ich muss hier drin. Moment mal, wenn ich das. Mach mal hier den Wind. Da ist die Tür zu, das war klar. Und da ist auch eine Wasserwand. Das ist scheiße. Aber ich kann jetzt mit dem Ding hier lang. Sie kommen hier nicht weiter. Es geht schon los. Ich müsste es halt vorher mal gefrieren lassen. Ach, hier ist auch so ein Gefrierdings. Und dann bräuchte ich dringend einen Gong, aber hier gibt es doch gar keinen Gong. Ich bin ratlos. Ach, hier ist noch was. Hier muss eine Krone rein. Und hier geht's weiter. Ach du meine Güte. Wisst ihr noch, wo wir sind? Ich habe den Überblick völlig verloren. Hier kann ich übrigens auch Feuer machen. Nur mal so. Also wenn ich jetzt eine Nuss mitgebracht hätte, dann könnte ich die hier anzünden. Und dann... Weiß ich auch nicht. Machen wir wieder die anderen Türen auf. Wenn ich eine Nuss hätte... Anzünden und dann... Da käme ich hier auch nicht durch. Hier ist alles zu. Ich habe keine Chance, hier dieses Eis kaputt zu machen, richtig? Donk, 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 nee. Die Frage ist, ob man mit so einem brennenden Ding auch so ein Eis kaputt machen kann. Das könnte sein, das habe ich noch nie probiert, weil diese brennenden Sachen ja neu sind. Das müsste ich mal versuchen. Also hier nochmal Wind. Hier. Jetzt komme ich natürlich, während ich Frost mache, nicht dahin, weil so schnell bin ich nicht, das geht nicht. Aber ich kann, wenn Frost ist, mal auf dem Eis da hinten lang laufen. Also das hier geht nicht. Donk. Aber ich kann hier jetzt mal lang laufen. Vielleicht finde ich dann hier noch irgendwas. Zum Beispiel einen Gong. Das wäre toll. Ich habe den Überblick völlig verloren. Das ist ein Irrgarten hier. Aha. Nützt mir alles gerade relativ wenig hier, oder? Kann ich hier oben was oder auf der anderen Seite irgendwie noch was reißen? Oder wenn ich hier über die Spitze laufe bei Frost? Das irritiert mich immer noch. Nö. Geh mal hoch. So nicht. Das haben wir schon x-mal geübt. Man muss es so machen. Das ist ganz einfach. Okay. Ja, hier braucht man halt was zum Wegbrennen. Da ist eine Kiste, da ist bestimmt die Krone drin, die ich da unten irgendwo brauche. Und da ist auch ein Schalter. Und da ist noch ein Schalter. Muss ich die Schalter jetzt schon irgendwie? Nee, da kann ich nicht hinwerfen, das ist zu weit. Ich habe auch nichts zum Werfen. Wäre ja blöd, jetzt hier eine Nuss mitzuholen. Da irgendwo her. Und einen Gong scheint es nicht zu geben. Ich glaube, ich bin in allen Räumen jetzt einmal gewesen. Ich guck mal von oben. Und bin mir ziemlich sicher, dass ich keinen Gong gesehen habe. Ja, da ist kein Gong. Das heißt, ich muss irgendwie einen Weg finden, wie ich mit diesem Feuerding von da unten hier hochkomme, um mir irgendwas anzuzünden. So, mal überlegen. Vielleicht bleibe ich mal hier oben stehen, weil ich hier ein bisschen Überblick habe, auch wenn diese Spitze hier natürlich jetzt stört. Also, da ist das Ding. Da ist Wasser. Da komme ich mit dem Ding nie durch, weil entweder ist Eis oder ist Wasser, ne? Klar.
Wobei die Frage immer noch wäre, wenn ich da drin wäre und es wäre Eis, ob ich dann das Eis zerstören könnte. Mal gucken. Ich kann ja mal schauen, ob es einen anderen Weg gibt. Also, ich kann entweder die Türen aufmachen oder die Türen aufmachen. Ne? Die oder die. So. Steht man da drin. Und dann hat man diesen Ball, dann läuft man hier lang. Und stellt fest, da ist eine Eiswand, da sind die Türen zu. Okay. Geht nicht. Andersrum. Wenn die anderen Türen offen sind, ich kann es ja gerade mal machen. Genau, also ich muss jetzt mal den Wind so. Aha, kann ich machen. Hier. Hüpf, hüpf. Nee, der läuft doch schon so. Oder? Nee, nicht. Ach, was weiß ich. Ist es jetzt anders? Ich glaube, ja. So, wenn ich jetzt da drin wäre. Zu. Eis zu. Könnte ich da reinlaufen. Dann ist dazu. Okay, also man kommt mit dem Ball hier einfach nicht weiter. Das spricht dafür, dass man das Eis kaputt machen muss, weil wie soll ich mit dem Ball jemals rauskommen? Ich komme mit dem Ball dadurch nie, also wenn Eis und Wasser wirklich den Ball, den Brennball da irgendwie stoppen, dann komme ich da nie durch, komme da nie durch. Ich komme also hier rein. Da ist eine solide Wand, wie es aussieht. Und die beiden Türen sind zu. Oder wenn sie offen sind, ist da zu, da komme ich ja gar nicht rein. Oder da ist offen, dann komme ich da rein. Sind die beiden zu. Und da ist auch Wasser, Eis. Also ich komme genau einen Raum weit mit diesem Ball. Und dann geht es nicht weiter. Das spricht dafür, dass man mit dem Ball das Eis kaputt machen kann. So. So weit, so gut. Erste Theorie. Das heißt, ich muss da unten mal drin sein und ich muss beim Ball sein und dann muss Eis sein. Wie mache ich denn das überhaupt? Komme ich jetzt hier unten rein? Ne, komme ich nicht, weil wenn ich jetzt reinkäme, käme ich ja auch raus, wenn ich drin wäre. Und ich habe gerade nachgewiesen, dass ich, wenn ich drin wäre, nicht rauskomme. Also kann ich jetzt nicht reinkommen. Das heißt, ich muss da unten sein, wenn Wasser ist. Das heißt aber auch, ich müsste da unten Frost machen. Da geht das. Da ist eine Tür. Das heißt, die Tür muss offen sein. Aber ich bin ja nicht so schnell. Das geht ja alles nicht. Wenn ich Frost mache, dann muss ich von hier lang laufen. Und da reinkommen. Das geht aber nicht, weil hier ist eine Tür. Wie soll das gehen? Scheiße. Also, dieses Ding hat da zwei Türen. Ne? Die eine ist offen oder die andere. So. Wenn die offen ist, so wie jetzt, und ich habe Frost gemacht, komme ich da nicht rein, weil da ist zu und da ist zu. Und ich kann mir diesen brennenden Ball ja auch nicht irgendwo hinlegen. Geht ja nicht. Ist ja nicht so eine brennende Kokosnuss, die dann rumliegt und dann ewig bleibt. Oder ich mache die Tür auf, dann kann ich Frost machen, laufe ich hier durch und habe da das gleiche Problem. Das heißt, wenn ich jetzt nicht irgendetwas komplett falsch verstehe, kann ich mit dem Ding nicht Frost machen und dann da sein. Das funktioniert nicht. So, das heißt, das Let's Play ist beendet. Ich habe nachgewiesen, dass das alles nicht funktioniert. Ich kann hier oben Frost machen. So. Ich kann da oben Frost machen, jederzeit. Was nutzt mir das? Es muss mit dem da oben irgendwie was zu tun haben. Hier komme ich wegen Teppich nicht weiter. Da komme ich... Da war eine Lücke und sie war... Oh, Moment mal, jetzt... Oh, nee. Jetzt bin ich hier reingefallen, jetzt komme ich ja nie wieder raus hier. Scheißen Dreck. Ich glaube, ich habe mich gerade... Also eigentlich sagt man doch immer... Aber wie soll ich denn jetzt hier wieder... Zu? Und zu?
Und zu. Und zu. Ich habe mich gerade eingesperrt. Ich komme ja nie wieder raus. Scheiße, was mache ich denn jetzt? Ich glaube, ich muss mal gerade neu starten. Also raus und wieder rein und hoffen, dass ich dann woanders bin, wenn ich neu lade. Ui, ich komme da wieder raus, wenn ich auf das Hauptmenü wechsle und dann wieder zurückgehe. Wow, ich hatte schon echt gedacht, ich muss das ganze Level nochmal neu starten. Okay. Was? Ach, jetzt haben die Tür nochmal reagiert. Naja, also... Wo war ich denn stehen geblieben? Ich war stehen geblieben mit der Theorie, dass ich irgendwie den Frostdings da oben brauche. Ich schaue mir den mal genauer an. Hier komme ich nicht durch. Und hier? Ist ja auch nichts. Es ist mysteriös. Ich habe bisher keine Idee, wie das funktionieren soll. Ich komme ja, wenn hier Frost ist, auch nicht rein. Ich komme ja nicht unter die Pyramide, um da irgendwas zu machen. Oder hier draußen ist doch noch irgendwas anderes, was ich... Also irgendwo kommt man doch irgendwo hin und da war ich noch nicht. Und da ist dann was, was mir alles dann klar macht. Da kommt man auch nicht durch. Was ist das eigentlich? Ach, das sind die Felsen. Da oben komme ich nicht hin wegen diesem blöden Teppich. Und da oben? Wie kommt man denn da eigentlich hin? Da ganz oben hin, da. Gute Frage. Hier bläst doch irgendwas. Hier hinter der Wand bläst was. Ich glaube, ich muss da... Ist ja gut, ich muss da erstmal irgendwas aktivieren vielleicht. Aber wie geht denn das? Wie aktiviere ich da was? Habe ich nicht schon gelesen? Metal Snakes Twisted. Ja, habe ich. Ach, weil ich neu gestartet habe. Ja, das ist irgendwie logisch. Hier kann ich auch den Wind wechseln. Was nutzt mir der Wind? Der Wind benutzt mir gar nichts. Wenn ich hier über die Pyramide hüpfe... Da komme ich nicht hoch. Da komme ich über das Ding hoch, was ich aber nicht aktiviert kriege. Da komme ich hoch. Ach, du ahnst es nicht. Ich habe null Ideen gerade. Im Moment glaube ich, bei Frost geht ja gar nichts. Ich muss den Frost wieder wegmachen. Ich muss bei warmen Temperaturen nochmal neu schauen. Irgendwo habe ich ja ein Element noch nicht richtig gesehen, weil sonst hätte ich eine Idee, wie das gehen kann. So, hier durch ist gar nichts. Da komme ich nicht mehr drüber, weil Frost fehlt. Da kann ich Frost machen. Und da kann ich Wind machen. Und in die Mitte muss ich rein. Aber ich habe doch gerade glaubhaft nachgewiesen, dass es nicht funktioniert. Das Frostding ist an einer völlig falschen Stelle. Wenn man in das Ding hier rein will, wie geht denn das überhaupt? Also in diesen Bereich unter der Pyramide, wo ist denn da der Zutritt? Da ist Mauer. Da ist Mauer. Es ginge hier. Das ist aber eine Wasserwand, richtig? Ja, hier ist eine Wasserwand. Da ist eine Tür. Davor ist aber auch so ein Wasserbecken. Man könnte Frost machen und die Tür auf.
Nee, da kann man ja nicht durch, weil da dann auch Wand ist. Ja, nee, geht nicht. Da ist Wasserwand und Wasserbecken. Geht nur bei Frost, aber geht dann auch nicht durch. Die Tür, die könnte man aufmachen. Da kann man über das Eis laufen und da hier durchgehen. So. Das heißt, man kann hier oben... da oben Frost machen, läuft dann hier zurück. Und läuft dann hier durch. Zack. So. Oder auch da durch. Das geht beides. Hier an der Ecke. Je nachdem, welche Tür offen ist. Wenn die Tür offen ist, ist die Tür offen. Dann kann ich hier lang tapern. Dann ist hier links und rechts Eis. Dann kann ich hier durch tapern. Dann kann ich hier wieder Frost machen. Also, oder Frost wegmachen. Was mir gar nichts nutzt. Weil die Tür ist zu. Und wenn die anderen Türen offen sind, dann mache ich da oben Frost. Tapere hier rum. Dann ist die Tür zu und die ist offen, so wie es jetzt gerade ist. Dann tapere ich hier rein. Links und rechts sind zu. Hier ist offen. Tapere ich durch. Zu. Eis, offen, zu, Eis, Eis. Also hier habe ich gar nichts gewonnen, wenn ich hier reinlaufe. Wenn ich hier reinlaufe, dann habe ich zumindest hier wieder einen Frostwechsler. Wenn ich dann hier reinlaufe und den Frost ausschalte. Also ich habe jetzt wieder die Variante, ich mache da oben Frost. Und ich mache die Tür und ich kann das ja gerade mal so machen, wie es dann sein soll. Das ist wahrscheinlich einfacher dann zum Nachvollziehen, auch für mich. Mach mal den Wind um 90 Grad dreht. Gedreht. So. Jetzt nochmal oben hoch. Also Frost. Dann hier runter. Hier rumtapern. Dann, wenn Frost ist, ist hier gefroren. Dann komme ich hier um die Ecke. Komme ich hier rein. Laufe hier durch. Bis dahin. Weiter komme ich nicht, weil die Türen zu sind und weil Eis ist. Dann muss ich hier den Frost wegmachen. Dann komme ich, die Türen sind immer noch so, wie sie sind. Dann komme ich hier durch. Was ich auch jetzt könnte, weil, ja, ist ja alles offen. Dann kann ich hier reinlaufen. So. Wäre ich da drin. Dann ist die Tür offen. Ja, und dann bin ich ja dem gleichen Modus gefangen, den ich schon analysiert habe. Ich bin dann da drin. Oder nee, ich nehme einfach... Hä? Nee, nehme ich nicht. Wenn ich da jetzt reinlaufe, dann nehme ich den Ball. Ah, kann im Moment nur da rein. Das geht alles gar nicht, das ist... Es ist logisch ausgeschlossen, dass man hier was macht. Ich stehe auf dem Schlauch, aber sowas von. Und wirklich, also hier schnell sein wollen, das bringt nichts. Das funktioniert nicht, habe ich ja probiert. Das ist auch nicht das Rätsels Lösung. Das fände ich auch ganz, ganz obskur, wenn das Rätselslösung wäre. Und von außen was mitbringen, das scheitert ja an der Wasserbarriere. Das Einzige, was ich machen könnte... Donk. Achso, ja, jetzt brauche ich den Wind wieder. Ah. Na komm schon. Na komm, lass mich hoch, lass mich hoch. Oh. Wenn ich mal irgendwas machen will, dann scheitert es an diesen scheiß Föhnen hier. Dankeschön. Mach mal das Türchen auf. Die einzige Idee, die ich im Moment habe, ist es mir, so ein Ding hier mitzunehmen. Weil damit komme ich durch die Wasserwand. Wahrscheinlich ist das nicht das Rätsels Lösung. Wahrscheinlich gibt es eine logische Lösung,
jemand da unten mit Frost und Wind durch die Türen durchkommt, mit diesem komischen Ball, den es da unten gibt, ja? Aber ich sehe die nicht. Tut mir leid. Bin zu blöd dafür. Ich sehe nur wieder die Quirre-Lösung. Nimm so eine feuchte Nuss. Und irgendwo gab es doch hier jetzt diese Becken, die gebrannt haben. Das war doch da oben irgendwo. Ich glaube, dazu muss ich erstmal hier auf Frost umschalten. So, wo war das? Es war doch irgendwo. War ich doch. Ach, Erinnerung. Da hinten war das nicht. Das war woanders. Lass erstmal hier liegen. Roll bloß nicht weg. Ich brauch dich noch. Da liegt meine Rettungsnuss. Ich hatte doch hier unten irgendwo eine Stelle, wo es Kohlebecken gab. Und diese Stelle finde ich jetzt niemals wieder. Warum auch? Könnt ja helfen. Ich bin sicher, es gab ja eine Stelle. Erinnerung, lass mich nicht im Stich. Wo war denn das? Sehr mysteriös. Ich hatte doch eine Stelle gesehen. War das nicht bei Frost? War das irgendwie so eine Wassertür oder so? Oh, ich weiß nicht mehr. Tut mir leid, ich weiß es wirklich nicht mehr. Ich bin mir sicher, ich hatte mal irgendwo was gesehen. Bin ich auch wieder an irgendeiner Stelle, wo ich nicht hin sollte. Hüpf. Zack. Und wieder hier oben. Toll. Ach Mensch. Wahrscheinlich bilde ich mir das ein, dass ich hier sowas gesehen habe. Irgendwo war doch hier eine Stelle. Aber da ich diese Stelle nicht wieder finde, ist das wohl irgendwie aussichtslos. Ja, ihr seht mich völlig aufgelöst. Das ist das nächste Rätsel des Grauens hier. Ich war der Meinung, ich habe hier irgendwo ein Kohlebecken gesehen und vielleicht finde ich es wieder. Ich werde es noch ein bisschen weiter hier rumsuchen. Mal gucken, ob ich das Kohlebecken wieder finde. Ich glaube aber allmählich, dass ich das mir eingebildet habe, dass ich hier eins hatte. Sei es drum, ich laufe noch ein bisschen rum, theoretisiere noch ein bisschen. Das hier war eine Rätselbestandsaufnahme-Folge. Tut mir leid, ich habe noch keine Lösung gesehen. Viel Spaß beim Miträtseln. Ich werde jetzt hier die Episode beenden. Noch ein bisschen rumlaufen. Und mir Gedanken machen. Und wenn ich eine Idee habe, dann starte ich die nächste Episode. Ja, und dann geht's hoffentlich mit irgendeiner guten Idee weiter. Bis dahin!